In der Urania fand das nun schon 10. Japan-Festival Berlin statt. Neben zahlreichen Ausstellern und kulturellen Angeboten waren auch die Gäste selbst sehenswert, da sich viele wie ihre Lieblingshelden japanische Animes kostümierten. Du bist wirklich sehr, sehr schön. Danke. Was bist du? Conan von Akatsuki. Wow, und ist das aus einem Comic oder wie kann ich mir das vorstellen für jemanden, der überhaupt keine Ahnung davon hat? Das ist hier um Japan geht, ist klar. Es ist aus einem japanischen Zeichenstil. Ein Manga namens Naruto und da gehöre ich eigentlich zu den Bösen dazu. Und dementsprechend ist es... Das Kostüm dann dazu. Ich mag den Charakter ganz gerne und das ist die einzige Frau in der Organisation von Männern, so ein bisschen. Wow, du hast auch Kontaktlinsen drin, kann das sein? Ja. Sehr, sehr schön. Hi, du siehst klasse aus. Was bist du? Kakashi Hatake aus Naruto. Ich mache halt die Anbu-Version bloß ein bisschen selbst, so ein bisschen verändert. Du hast dir sogar extra ein Make-up ausgelegt? Ja klar, muss sein. Super. Auch mit den Kontaktlinsen. Und aus welchem Comic oder Manga oder Anime findet man dich? Naruto. Diese Form jetzt eher weniger, aber ja, ich wollte ein bisschen anderes Zeug machen, so, sonst wäre es ja zu langweilig. Sieht richtig toll aus. Ganz klasse. Magst du dich einmal umdrehen? Ja. Super. Okay, ganz, ganz viel Spaß noch. Gut, dann gleichfalls. Hier haben wir jetzt jemand ganz Verrücktes. Was stellst du da? Ich bin Lulu Britannia aus Tokio. Okay. Ja, vielleicht dann nochmal die Kappe hoch und dann vielleicht doch nochmal sagen. Magst du nochmal deinen Namen sagen? Lelouch wie Britannia aus Code Geass. Das ist ein Anime, der spielt in der fiktiven Welt. Da gibt es Krieg zwischen Japan und Großbritannien. Sehr schön. Viel Spaß noch. Hi, so, hier sind noch zwei Kandidaten. Was seid ihr? Shinya und Yu. Ja, wir sind aus Cell of the End. Und es gibt eine Serie, die läuft mit diesen Kostümen? Ja. Auf ProSiebenMax. Okay, das sieht ja klasse aus. Was stellt ihr denn da? Vampirjäger Vampirjäger. Ja, Dämonen-Vampirjäger, sie halt gegen Vampir kämpfen, sie halt auch uns töten wollen. Also die Menschheit auslöschen wollen und wir retten eigentlich nur die Menschheit. Das ist gut, dass ihr da seid, die Menschheit zu retten. Dann dreht euch doch einfach mal um, dass man einmal euer Kostüm sieht, okay? Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt abgesichert sind von euch, ne? Viel Spaß noch. Ja. Hi, was bist du denn? Also ich bin Asuna aus Sword Art Online, kurz vom SAO. Und es geht da um ein Virtual Reality Game, in dem 10.000 Spieler gefangen sind. Und sie müssen halt sich durch die Ebenen durchkämpfen, um wieder aus dem Spiel sich ausloggen zu können. Und da die Hauptcharaktere sind halt Kirito und Asuna. Allerdings muss ich dazu sagen, dass mein Charakter mehr oder weniger am Ende der ersten Hälfte der ersten Staffel stirbt. Okay, das ist doch toll. Mit so einem so schönen Kostüm. Zeig dich doch einmal dann. Hi, mögt ihr mich mal aufklären, was ihr seid? Ich bin ein Anime-Charakter aus dem Anime ReZero. Ja. Und was bist du? Ich stelle auch einen Anime-Charakter dar, und zwar Junko Enoshima aus Danganronpa. Sehr schön. Für Leute, die sich gar nicht in diesem Bereich auskennen, was sind das für Charaktere? Also mein Charakter ist eigentlich so eine kleine, hibbelige, eigentlich immer eingeschnappt. Das ist so, und ah, und nein, ich möchte so und so haben. Und ja, so, es ist... Sie ist ein komischer Charakter, wenn man eigentlich so möchte, deswegen passt er super. Und bei dir? Naja, nicht ganz so. Ich bin etwas verrückt und mein Ziel ist es sozusagen, die Welt in die Verzweiflung zu treiben. Und ja.
Zu Hause sammelt ihr in dem Bereich auch viele Sachen? Sticker, Videos, DVDs etc.? Also nicht total extrem, aber man hat dann schon so seine paar Mangas oder vor allem in unserem Fall jetzt ein paar Cosplays, also Kostüme und ein paar Perücken. Also das schon, also, aber nicht total verrückt, also es hält sich in Grenzen. Ja, ist noch so im mittleren Bereich, also wir sind noch nicht over the top. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Dankeschön.